Liebe Sabine, was findest du so faszinierend an den Bars? Das weiß ich auch nicht so genau, warum ich die so faszinierend finde. Nein, Scherz am Rande. Also Bars ist absolut das Coolste, was mir je begegnen durfte, weil sie dich innerhalb kurzer Zeit so resetten, wie wenn du auf Urlaub gewesen wärst. Du bist entspannt, du bist total klar und es gibt dir einfach so viel Kraft und Power. Wie bist du zu den Bars gekommen? Ganz verrückt. Das Zeug hat mich verfolgt. Ich habe das ein paar Mal gelesen und dachte, oh Gott, das ist wieder irgend so eine Heilmethode, die irgendwie alles verspricht und nichts hält. Und dann dachte ich, nee, das brauchst du eigentlich nicht. Bis dann eine Freundin sagte, du, ich habe dieses Bars da gelernt und ich bräuchte da jemanden zu üben. Ich sage, was muss ich denn machen? Hinlegen. Ich sage, oh ja, hinlegen, das kann ich machen. Ja, und dann, nee, leg dich einfach mal nur hin. Ich habe das gemacht und ich dachte nur, boah, was ist das denn? Mein ganzer Körper hat vibriert. Ich habe gedacht, boah, da gibt es Stellen, die sind so richtig wieder energetisiert. Und ich habe mich so leicht gefühlt und vor allen Dingen auch so entspannt, wie wenn ich wirklich gerade frisch vom Urlaub gekommen wäre. Dachte ich mir, wow, dieses Zeug, das muss ich lernen. Was können andere Menschen tun, um auch genau das zu erleben wie du? Die dürfen gerne entweder mal so eine tolle Barsitzung bei einer der tollen Barsfacilitatoren erleben, gerne auch bei mir. Und es gibt diese Tagesausbildung, wo du an einem Tag genau das lernst, wie man die Bars anwendet, was du damit alles machen kannst, Limitierungen lösen, ja, und einfach für dich wieder mehr Freiraum schaffen, mehr du zu sein. Weil viele Limitierungen, die haben uns ja all die Jahre über geprägt und das kann man mit diesen Barsitzungen ganz schnell auflösen und einfach mal erleben und testen, weil ich kann ja auch viel erzählen und ob es das dann hält, das wirst dann du sehen.